Gut, ja, ich stelle mich auch noch mal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist David Golchimpfer. Ich bin KI-Trainer bei dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability. Und heute möchte ich Ihnen einfach mal einen kleinen Ausblick in die menschenzentrierte KI in der Dienstleistung geben und dazu dann auch ein Fallbeispiel eines Projektes, welches wir auch gemeinsam mit einem Unternehmen durchgeführt haben. Ja, zunächst einmal zu der Agenda. Als erstes gibt es eine kurze Motivation für den Einsatz von menschzentrierter KI, warum das überhaupt auch eine große Rolle spielt, wer dort involviert ist, und anschließend einen aktuellen Stand der Forschung, insbesondere auch zur menschzentrierten Gestaltung von KI und den Begrifflichkeiten Usability und User Experience und warum auch diese beiden Begrifflichkeiten sehr stark in der menschzentrierten Gestaltung involviert sind. Abschließend möchte ich dann mit dem Fallbeispiel beginnen, wie wir auch diesen menschzentrierten Gestaltungsprozess angewendet haben, um daraus auch einen Sprachassistent bzw. einen Chatbot zu entwickeln. Ja, und abschließend dann noch ein kurzes Fazit und ein Ausblick, wie wir auch jetzt mit dem Projekt weiter fortführen. Gut. Ja, zunächst erstmal zur Motivation für den Einsatz von menschzentrierter KI. Es ist Ihnen sicherlich auch schon aufgefallen, dass derzeit ein sehr starker Zuwachs von KI-Technologien in allen Bereichen stattfindet. Allerdings ist es sehr oft so, gerade auch im Smart-Home-Bereich, wo KI-Technologien eingesetzt werden, dass die Erwartungen der Nutzer nicht erfüllt werden können. Sehr oft muss man vordefinierte Fragestellungen ja, dem System mitteilen, sodass das System auch wirklich eine Antwort darauf hat und es kann da nicht sehr intuitiv, sage ich mal, arbeiten. Insbesondere die nicht erfüllten Erwartungen der Nutzer korrespondieren mit den Begriffen Usability und User Experience. Denn diese beiden Begrifflichkeiten werde ich gleich auch noch mal genauer erläutern, warum diese so eine hohe Wichtigkeit im Bereich der menschzentrierten Gestaltung für KI-Technologien haben. Wie ich es eben ja auch schon erwähnt habe, KI-Technologien sind insbesondere im Smart-Home-Bereich sehr stark etabliert. Allerdings ist da auch wiederum die Perspektive von den Nutzern in der Entwicklung von diesen Technologien sehr oft unterrepräsentiert. Und diese Perspektive, die muss eigentlich mit in die Werte und die Normen aus den einzelnen Domänen der Dienstleister in den Quellcode einfließen. Und genau deshalb benötigen wir auch diese menschzentrierte Gestaltung für KI-Technologien eben mit Berücksichtigung von UX, also Usability und User Experience. Natürlich Performance. Wir brauchen auch ein System, was wirklich auch sehr schnell reagiert, da wir selbst auch immer miterlebt haben, wenn ein KI-System zum Beispiel sprachbasiert nicht direkt antwortet, dann ist auch sehr schnell das Interesse des Nutzers ja, abgeflacht. Und ebenso natürlich auch, wie schon erwähnt, die Werte und Normen innerhalb der Domänen spielen eine sehr große Rolle, um mit in die Entwicklung dann nachher einzufließen. Ja, schauen wir uns einmal ganz kurz die Grundlagen von KI an, was genau eigentlich die künstliche Intelligenz ist. Es gibt unterschiedlichste Definitionen. Ich habe jetzt mal hier eine rausgesucht. Und zwar, KI soll Aspekte der menschlichen Verhaltensweisen in sich nachbilden, ohne aber auch wirklich menschlich zu wirken. Dazu gehören dann zum Beispiel Eigenschaften wie das Lösen von Problemen, Erklären, Lernen, aber auch Sprachverstehen, je nachdem, welches System Sie gerade nutzen. Und diesbezüglich gibt es auch wieder eine Aufteilung in die sogenannte schwache KI und auch in die starke KI. Und was noch sehr stark in der Zukunft liegt, die künstliche Superintelligenz. Zunächst einmal zur schwachen KI. Da ist es so, dass sie heutzutage eigentlich immer begleitet werden von einer schwachen KI, sei es auf ihrem Computer oder in den Smartphones. Es wird auch intelligente Systeme genannt, die man eben trainieren kann und anlernen, um eben gewisse Aufgaben zu erledigen. Dann gibt es auch noch die sogenannte starke KI, die eben der menschlichen Leistungsfähigkeit entspricht und auch wirklich komplexe Problemlösungen, abstraktes Denken oder Ideenfindung durchführen kann.
Aber auch hier muss man sagen, dass wir uns noch sehr weit von dieser starken KI entfernt haben. Also wir sind noch nicht wirklich sehr nah an so einem Konzept der starken KI, dass sie auch im Unternehmen wirklich genutzt werden könnte. Letztlich gibt es noch die sogenannte künstliche Superintelligenz. Da ist es so, dass der Intelligenzgrad eben in jedem Bereich, insbesondere in Gebieten der Wissenschaft oder den sozialen Kompetenzen, eben die höchsten geistigen Fähigkeiten von Menschen auch übertreffen. Aber auch hier ist es so, das sind alles noch Zukunftsszenarien. Derzeit beschäftigen wir uns eigentlich hauptsächlich mit der schwachen KI. Genau, dann schauen wir uns auch mal an, welche KI-Technologien eigentlich derzeit in der Dienstleistungsbranche genutzt werden. Da gibt es zum Beispiel den E-Commerce-Bereich, der sehr stark auch profitiert von KI-Technologien, zum Beispiel bei dem maschinellen Lernen von E-Commerce-Prozessen, um eben auch kundenzentrierte E-Commerce-Erlebnisse darstellen zu können. Das sehen wir auch zum Beispiel bei Amazon, bei Alibaba und den anderen Shop-Anbietern, größeren Shop-Anbietern, dass sie da wirklich versuchen, auch schon Vorhersagen zu treffen, was ihnen gefallen könnte oder auch eben diese Beziehungen miteinander in Relation setzen, welche Produkte sie gegebenenfalls auch als nächstes kaufen können. Dann im Finanzwesen wird die KI-Technologie auch schon sehr stark verwendet, insbesondere auch bei Chatbots für das Finanzwesen, wo dann eben mithilfe von algorithmischem Handel, zum Beispiel der sogenannte Robo-Advisor, die Möglichkeit hat, dort für sie gewisse Portfolios anzulegen. Auch das Gesundheitswesen verfügt über sehr viele KI-Technologien, als Beispiel zum Beispiel das Atomweiß, welches in der Biologie auch verwendet wird, um Proteinstrukturen vorherzusagen, aber auch in der Pathologie, um Gewebeproben zu analysieren oder auch für Krebsdiagnosen, die InfoVision zum Beispiel. Im Rechtswesen auch dort gibt es Chatbots eben zur Automatisierung juristischer Arbeit und insbesondere repetitive Aufgaben. Als Beispiel gibt es da zum Beispiel Blitzer-Chatbot, der dann eben überprüft, ob sie jetzt rechtswidrig wirklich tatsächlich zu schnell waren oder ob es da gegebenenfalls, gewisse Lücken gibt, die man auch ausnutzen kann oder die eben offen stehen. Und das eben alles automatisiert, basierend auf einer KI. Gut, das war einmal ein kurzer Ausblick eben zum Thema künstliche Intelligenz. Und jetzt möchten wir einmal ganz kurz noch auf die Begrifflichkeiten Usability und User Experience eingehen. Nach der Norm wird definiert, dass Usability zum Beispiel das Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Das ist jetzt alles noch so ein bisschen kryptisch. Das heißt eigentlich nur, dass wir wirklich ein benutzerfreundliches und gebrauchstaugliches Produkt entwerfen möchten oder eben eine Dienstleistung. Und diese muss sich insbesondere auf einen bestimmten Kontext für bestimmte Nutzergruppen beziehen. Und dieses Produkt soll eben effektiv, effizient und zufriedenstellend für den Nutzer gestaltet werden. Und das geht, wie wir nachher auch sehen, eigentlich nur mit dem Nutzer gemeinsam. Okay. Ja, dann schauen wir uns auch noch den Begriff User Experience an. Ich gucke mal gerade so ein bisschen auf die Zeit. Deswegen werde ich jetzt die Definition nicht nochmal genau vorlesen, sondern eher auf die Erklärung dort eingehen. Da ist es eben so, die User Experience ist eben das subjektive Erleben bei der Nutzung und eben Erwartung oder Reflexion der Nutzung. Das bedeutet, dass wir hier auf Emotionen auch reagieren und eben das ganze Erlebnis durch unterschiedliche Emotionen eben verbessern oder auch verschlechtern können. Ja, noch einmal ganz kurz, häufige Missverständnisse zwischen Usability und User Experience. Gute Usability ist eben kein Garant für positive Nutzererlebnisse. Dazu zeige ich gleich noch eine kleine Grafik. Ebenso sollte man darauf achten, dass positives Erleben nicht gleich
einer Motivation gilt. Wenn wir hier mal den Ansatz der Gamification vergleichen, da gibt es zum Beispiel Highscore-Ranglisten. Allerdings schaffen wir dadurch wieder Konkurrenz. Und das motiviert zwar, allerdings tritt da nicht zwingend ein positives Erleben auf, was wir eben mit Usability und User Experience erreichen wollen. Ebenso Probleme zu lösen, schafft eine Entlastung, aber kein positives Nutzererlebnis. Und wir sollten auch beachten bei Usability und User Experience, dass wir nicht zu viele Sachen automatisieren. Wenn wir jetzt mal von einer Kaffeemaschine ausgehen und Sie kennen den Kaffeevollautomaten, da drücken Sie auf den Knopf und Sie warten, bis Ihr Kaffee eben fertig wird. Wenn Sie jetzt eine Siebträgermaschine sich anschauen, da ist es so, Sie mahlen den Kaffee vorher, Sie riechen das Aroma. Das heißt, Sie verbinden damit schon mal positive Erlebnisse und Sie freuen sich dann nachher, nachdem Sie den Kaffee auch zubereitet haben, ja, noch stärker, sage ich mal, über diesen Kaffee. Ja, zu Usability und User Experience, eben diese kleine Grafik. Sie sehen oben, Usability makes it easy, das heißt, Sie haben einen stringenten Weg zum Ziel, der aber nicht wirklich viele Erlebnisse mit sich bringt. Wenn wir nun die User Experience auch noch einbinden, können wir so positive Erlebnisse schaffen, eben bei der Nutzung einer Dienstleistung oder eines Produktes, indem wir eben noch ja, den Weg dorthin eben interessanter gestalten. So, was hat jetzt Usability und User Experience eigentlich mit der menschzentrierten Gestaltung von KI zu tun? Dazu auch die beiden ISO-Normen zur menschzentrierten Gestaltung. Und hier fokussiere ich mich jetzt erstmal nur auf die markierten Bereiche. Das heißt, wir brauchen etwas oder ein System, was gebrauchstauglich ist und eben zweckdienlich. Genauso auch die Begriffe der Usability. Und wir möchten eben auch das menschliche Wohlbefinden verbessern. Und da sind wir auch eben bei dem Begriff der User Experience, dass wir da eben ein positives Erlebnis für den Nutzer schaffen wollen. Dazu schauen wir uns da auch einmal den menschzentrierten Gestaltungsprozess an oder auch Human-Centered Design. Und hier ist es eben so, dass wir einen iterativen Prozess haben, der eben die Designer involviert, Entwickler, Projektverantwortliche und natürlich die Nutzenden mit einbindet. Und wir haben hier eben verschiedene Aspekte. Wir müssen Sachen zunächst erstmal verstehen. Die Problemstellung, das muss man immer gemeinsam mit den Nutzern auch durchführen. Daraufhin den Nutzungskontext eben festlegen. Das heißt, wir müssen Nutzungsanforderungen definieren. Und letztlich dann können wir auch ein System gestalten, testen lassen, eben von den Nutzern. Und dann entscheiden wir, gehen wir wieder in diesen Prozesskreislauf rein oder haben wir ein zufriedenstellendes Produkt. Ja, dazu das kurze Fallbeispiel. Und zwar haben wir gemeinsam mit einer Apotheke in St. Augustin zusammengearbeitet. Da war es so, dass wir einen Ideation-Workshop durchgeführt haben, um erstmal zu schauen, was sind die relevante Use Cases in der Apotheke und wie können wir diese gegebenenfalls mit einem Chatbot oder auch mit einem Service-Robot direkt vor Ort adressieren. Ja, wir haben, wie gesagt, in diesem Ideation-Workshop die Apothekenmitarbeiter eingebunden und eben die relevanten Use Cases in der Apotheke identifiziert. Haben dann eben identifiziert, welche Anwendungsfelder gibt es überhaupt. Das heißt einmal physisch direkt in der Apotheke, aber auch zum Beispiel auf der Webseite der Apotheke. Dort werden auch immer wieder sehr häufige Fragen gestellt. Und da ist uns natürlich dann auch aufgefallen, insbesondere, dass derzeit sehr, sehr viele Fragen zum Thema Corona gefragt werden. Und da wollten wir die Mitarbeiter sowohl physisch entlasten, indem wir dort einen Service-Roboter eingesetzt haben, aber auch auf der Webseite, um diese immer wiederkehrenden Fragen ja, von einer KI beantworten lassen zu können. Ja, wir waren jetzt eben bei dem Punkt, dass wir erstmal verstehen müssen, wo die Problematik liegt. Und müssen jetzt auch oder beziehungsweise haben dann definiert, wie wir weiter vorgehen. Da haben wir jetzt speziell für die Webseite haben wir die Auswahl einer geeigneten Chatbot-Technologie evaluiert
Da sind wir zum Entschluss gekommen, dass für einen schnellen Prototyp sich sehr gut Google Dialogflow eignet. Wir haben erst Entwürfe eines Prototypens eben auf Papier skizziert, damit wir dort auch gewisse Ergebnisse haben, die wir eben auch diskutieren können. Und wir haben dann daraufhin einen frühen Prototypen auf Basis des Use Cases, Corona-Fragen in dem Fall, definiert und haben dann dem Chatbot die unterschiedlichsten Fragen, die wir auch in dem Workshop zum Beispiel erhoben haben, dann beigebracht. Ja, es war dann so, dass die Mitarbeiter einen Testzugang im weiteren Schritt erhalten haben zu diesem frühen Prototypen und überprüft haben, ob die trainierten Fragen mit den reellen Kundenfragen auch überhaupt einstimmen und haben uns dort natürlich jede Menge Feedback gegeben, was wir dann auch mit dem Training des Chatbots eingebunden haben, sodass das System ja mit der Zeit immer besser auch auf die Fragen der Kunden antworten kann. Ja, und letztlich haben wir dann den Chatbot auf der Webseite der Rathausapotheke gelauncht und den Kunden zur Verfügung gestellt und erheben natürlich auch hier kontinuierlich anonymisierte Nutzerdaten, die dann durch die Analyse wieder in das Training des Bots einfließen, sodass der Bot wirklich mit der Zeit immer besser auf die Kundenanfragen eingehen kann. Und hier vielleicht noch als Anmerkung, wir haben tatsächlich einen Prozess derzeit, gerade auch bei diesem Chatbot, der eigentlich nie endet, sondern in einer stetigen oder kontinuierlichen Weiterentwicklung ist. Ja, dann noch kurz zum Fazit und dem Ausblick. Speziell bei dem Chatbot ist es so, dass wir dort noch die Möglichkeit haben, dass wir demnächst in der Apotheke Grippeimpfungen durchführen können und dass man dann eben auch Termine direkt über den Chatbot festlegen kann. Es werden noch Produktinformationen eben über den Chatbot kommuniziert, auch da natürlich immer sehr eng mit den Mitarbeitern, welche Produkte sind oft gefragt, welche Fragen gibt es zu den einzelnen Produkten. Ja, genau. Und abschließend möchten wir dann noch mit einigen Kunden einen Workshop durchführen, um da auch nochmal zu schauen, ob wir die Ziele da konkret erreicht haben. Ja, wichtig ist eben bei dem Human-Centered Design-Prozess, dass wir wirklich eine stetige Einbindung der Mitarbeiter haben und natürlich auch die Aspekte von Usability und User Experience beachten, um eben auch ein positives Nutzererlebnis für KI zu schaffen. Und letztendlich ist das Verständnis für den Nutzungskontext der Domain sehr wichtig, was man eben mit den Mitarbeitern in den einzelnen Domänen erarbeiten muss. Gut, ja, abschließend würde ich noch sagen, wir bieten auch unterschiedlichste Workshops an in dem Bereich KI-Technologien, die jetzt im nächsten Jahr wieder stattfinden, zum Beispiel zur Erstellung von anwendungsorientierten Sprachassistenzsystemen oder auch Chatbots. Aber auch zum Beispiel im Bereich Machine Learning und Data Science, KI im Personalmanagement. Auch dort haben wir eine E-Learning-Reihe, die wir anbieten. Und abschließend noch mit unserem Service-Robot haben wir auch unterschiedlichste Workshops, wo Sie einfach mal verschiedene Use Cases, die Sie interessieren, testen können. Gut, ja, wenn Sie Fragen haben, die Ansprechpartner habe ich hier auch nochmal aufgelistet. Und ich freue mich auf Ihre Fragen.